Du hast ein Tool evaluiert, das dich und dein Team effizienter arbeiten lässt? Du bist überzeugt davon, dass dein Unternehmen von dieser Investition auf Dauer profitieren wird? Du bist dir aber auch sicher, dass dein Vorgesetzter deinen Vorschlag aus Kostengründen ablehnen wird? Dann gebe ich dir in diesem Video 5 Tipps, wie du deinen Chef davon überzeugst, für deine Projekte auch das entsprechende Budget freizugeben. Auf Zahlen bedacht, immer im Stress und keine Zeit für einen zusätzlichen Termin. Diese Eigenschaften dürften wohl auf die meisten CEOs ab einer bestimmten Unternehmensgröße zutreffen. Und ausgerechnet diesem Menschen sollst du nun innerhalb kürzester Zeit erklären, warum er ausgerechnet für deine Idee oder dein Projekt Budget freigeben soll. Die folgenden 5 Tipps sollen dir dabei helfen. Erstens, schaffe den richtigen Rahmen. Deine Idee verdient einen passenden Rahmen. Lass dich also nicht mit einem kurzen Talk an der Kaffeemaschine oder einem fixen Pitch im Fahrstuhl abspeisen. Was du willst, ist ein fester Termin mit deinem Vorgesetzten. Nur so kann er sich voll und ganz auf dich und dein Thema konzentrieren. Du erklärst nicht mal eben im Flur, warum sich gerade dieses Lizenzmodell rechnet, oder argumentierst, während dein Espresso durchläuft, warum die von dir evaluierte Cloud-Lösung doch die beste ist. Bestehe auf deinen Termin, damit du und deine Idee die Aufmerksamkeit bekommen, die ihr verdient. Zweitens, halte die Aufmerksamkeit hoch. Hast du deinen Termin, geht es darum, die Aufmerksamkeit deines Gegenübers konstant hochzuhalten. Dafür braucht es eine gute Vorbereitung. Mach dir unbedingt klar, dass dein Chef vermutlich nicht so tief im Thema steckt wie du. Mit technischen Details oder ausgefeilten Projektplänen wirst du ihn deswegen kaum überzeugen, sondern eher langweilen. Und nichts ist schlimmer, denn wenn er sich langweilt, droht deine Idee zu scheitern. Bring also nur Argumente, die er auch nachvollziehen kann. Und davon auch nicht zu viele. Was du in den Vordergrund stellen solltest, sind vor allem die Motive. Sprich also zuerst über das Ziel und dann über den Weg dorthin. Mach dir darüber hinaus auch klar, welche Rückfragen dein Vorgesetzter haben könnte und bereite dich darauf vor. Dafür hilft es, sich gedanklich in seine Rolle zu versetzen, um so schon im Vorfeld mögliche kritische Nachfragen zu identifizieren. Drittens, matche deine Idee mit seinen Zielen. Jeder Mensch in einer Führungsposition verfolgt bestimmte Ziele in einem Unternehmen. Sei es das Umsatzwachstum, die Effizienzsteigerung oder die Gewinnung neuer Mitarbeiter. Diese Ziele solltest du kennen und deine Argumentation darauf ausrichten. Es geht also darum, deine Idee so zu verpacken, dass sie auf die Unternehmensziele bzw. auf die persönlichen Ziele deines Vorgesetzten einzahlt. Willst du beispielsweise in eine neue Software investieren, die im Marketing dafür sorgt, dass alle Assets auf einer Plattform zentral abgelegt werden können, macht es wenig Sinn, nur mit den Benefits für das Marketing zu argumentieren. Hab stattdessen das große Ziel deines Vorgesetzten vor Augen. Will er zum Beispiel neue Märkte erschließen, machst du ihm klar, dass mit dem neuen System Websites, Shops oder Points of Sales viel schneller bespielt werden können und so die Time to Market erheblich verkürzt wird. CEOs lieben KPIs. Viertens, such dir Mitstreiter. Die Entscheidung über deine Idee oder dein Projekt wird dein Vorgesetzter in den seltensten Fällen ganz allein treffen. Auch er hat eine Peer Group, einen Kreis von Menschen, die er um ihren Rat oder ihre Meinung bittet und deren Urteil ihm wichtig ist. Dazu zählen mit Sicherheit auch Kollegen aus deinem Unternehmen. Versuch, diese Menschen schon vor dem Pitch zu identifizieren. Im Gespräch mit ihnen kannst du wertvolle Erfahrungen sammeln und im besten Fall schon Rückfragen erkennen, die auch deinen Vorgesetzten beschäftigen werden. Außerdem übst du damit schon vor deinem Pitch. Verschaff dir also einen Überblick über die Kollegen in deinem Unternehmen, die dein Vorgesetzter vermutlich um Rat fragen wird. Diese Menschen schon vor dem Pitch zu befragen, kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Fünftens. Argumentiere mit Zahlen, Daten und Fakten. Als Budgetverantwortlichen beschäftigt deinen Chef natürlich vor allem die Frage nach den Kosten. Völlig zu Recht. Er hält ja im Zweifel auch den Kopf hin, wenn die Investition oder das Projekt nicht zum gewünschten Erfolg führt. Was ihn während deines Pitches also permanent beschäftigen wird, sind die Fragen, was bringt mir das und was kostet mich das? Und gerade die Frage nach den Kosten bestimmt auch deinen Aufwand im Pitch. Denn für die einmalige Investition eines neuen Tools musst du natürlich weniger ausführlich argumentieren als für die Anschaffung einer Lizenzsoftware, die hohe laufende Kosten verursacht. Worauf dein Gegenüber während deines Pitches also im Prinzip die ganze Zeit wartet, ist die entscheidende Zahl unter dem Strich. Und die Frage danach wird vermutlich auch schon vor dem Ende deiner Ausführungen auftauchen. Lass dich davon aber nicht beirren. Bleib deiner Story treu. Bau sie im besten Fall so auf, dass ein Absprung auf die entscheidende Kostenfrage auch vor dem geplanten Ende möglich ist.
Du siehst also, auch den Umgang mit deinem Chef für die Bewilligung eines Projektes kann man erlernen und ist eine Frage der Übung. Hol dir dafür Feedback aus deinem Team, mach einen Dryrun deines Pitches und identifiziere so Optimierungspotenziale. Wenn du diese Tipps beherzigst, dann steigen die Chancen dafür, dass deine nächste Idee oder dein Projekt auch bewilligt und finanziert werden. Noch viel mehr Inspiration in Sachen Unternehmenskultur im Allgemeinen und Innovation Management im Speziellen findest du in unserem aktuellen Trendbuch. Du kannst es jetzt hier direkt zum kostenlosen Download anfordern.